Willkommen zurück zu Fallout, meine Damen und Herren. Wir haben diesen... The fuck? Warum liegt denn ein Fatman rum? Warum ist... Hä? Habe ich das letzte Mal verpennt, dass da ein Fatman rumliegt? Wir haben ja eben diese Synth-Dame gerettet. Wo ist unser Held? Ah, da ist Strong. Und... Sind wir auf dem Weg nach draußen? Cambridge? Und was war hier unten nochmal? Ich brauche deine Hilfe nicht auch mehr. Zu. Wo führt der denn hin? Wir gehen lieber da raus, oder? Ich nehme mal, dass das so schneller geht und wir einfach rausgehen, wie dass wir im Aufzug irgendwo hinfahren und dann da noch rumlaufen müssen. Und irgendeinen Ausgang suchen müssen, so. Sind wir bestimmt auf dem Dach oder so. Also sofern das Questziel nicht wieder reinführt, porten wir uns einfach weg. Also ich denke, dass, ja. Oder hatten wir noch eine Quest in dem Haus? Ja, natürlich blöd. Aber nein. Ich bin doch müde, shit. Ja, Far Cry ist jetzt ja erstmal... Beendet, zumindest dieser Ultra-Hardcore-Upload ist beendet. Das war ja die Mission, die ich so schnell wie möglich durchpeitschen wollte. Und da ist dann Fallout auch leider etwas auf der Strecke geblieben. Ich glaube, es kamen nur zwei Folgen während dieser ganzen Woche, wo Far Cry kam. Aber ja, Far Cry ist jetzt komplett fertig, also die Story. Und da werde ich dann noch so ein bisschen rumdödeln, aber das ist dann natürlich nicht mehr so intensiv wie jetzt hier die letzten paar Tage. Jo, trotz Blade, gell, Strong, ayo. Ah, vielleicht können wir von hier ins Wasser springen, Strongy Boy, was meinst du? Schaffen wir das? Oh shit, dude. Lass uns kurz speichern und gucken. Hier haben wir diesen einen Sinn. Strong! Fuck, fuck, fuck. Oh Gott, Strong, das war so cakey knapp, Alter. Haben wir fast in die Ausgeschüsse. Nicht weggehen. Ich will nur kurz. Fuck. Ich will nur kurz gucken, ob ich hier irgendwo runterkommen würde oder könnte. Was ist denn hier in der Mitte? Könnte man hier auf irgendeine Art und Weise hinuntersliden? Okay, es geht nicht. Schade. Dann porten wir uns zurück. Ich weiß gar nicht, von wem wir jetzt diese Mission hatten. Mal kurz rein. Oh. Achso, nee, das ist ja das. Bauen Mila auf, können wir uns noch anmachen. Trifft Bobby drin. Das müssen wir auch mal machen. Das war Ace in Good Neighbor. Dass wir hier ein bisschen rumfuhrwerken. Ja, komm. Also, ich nehme an, dieser Tüftler Tom, der... Genau, es ging um den Chip. Mit dem Chip, da werden die Daten unter anderem abgelegt oder gespeichert, die zu dieser Teleportation führen. Also die... Ich nehme an, einfach wirklich die Koordinaten. Hallo. Walt Blau, was? Sieht doch gut aus. Bist du wirklich den Weg der Freiheit gegangen? Allein? Sie mich verarschen. Er rennt auf mich zu und hat sonst immer Infos. Jetzt fragt er mich in so eine Kacke. Ist Demona. Ich habe hier einen Bericht. Der liest sich mehr wie ein Comic. Anscheinend gab es ein größeres Gefecht bei Greentech Genetics. Oh. Oh. Was weißt du darüber? Einer unserer Agenten hat einen Runner ausgeschaltet. Allein. Das würde vermutlich nicht mal Glory du schaffst das also. Ein Runner weniger ist natürlich immer gut. Aber warum hast du das gemacht? Tja, mein Freund. Ach so, Moment mal. Es ging ja eigentlich um den Ding, um den Virgil, ne? Ich brauchte einen Runner-Chip. Wegen des Codes, der darauf gespeichert ist. Du hast einen ihrer Chips? Intakt? Mir nach. Sofort. Aber der Virgil... ist eine heikle Angelegenheit. Da können tausend Sachen schiefgehen. Datenverlust ist da noch das Geringste. Aber wartet kurz. Ach, nun lass den Chip analysieren. Genau, okay. Den richtigen Mann für diesen Job. Hallo. Hey, Des. Brauchst du Tom, was? Wir haben dir einen Runner-Chip mitgebracht. Was? Echt jetzt? Mann, sowas habe ich schon ewig nicht gesehen. Damit hast du echt den Jackpot geknackt. Gib mal den Chip her. Schauen wir, was drauf ist. Runner-Chip? Was für ein Chip? Hier, bitte. Okay, Tom, dann leg mal los. Wenn man fünf aus dem kleinen Runner-Chip, lassen wir den Stromkreisanalysator mal anschauen. Falte Chip, hey. Alter, Menschenschrott. Wir sind drin. Haben Zugriff auf den Chip. Fummeln wir mal etwas an den Analogschnittstellen rum. Ja, der wackelt. Was? Oh Mann, stürz jetzt nicht ab. Du Schatz, kleiner Speicherfehler. Da sind sie. Verschlüsselungsalgorithmen. Okay, wir sind noch im Geschäft. Oh Mann, sie haben beim letzten Schlüssel weitere Dezimalstellen hinzugefügt. Ha. Oh, das wird... Komm schon, Baby. Führ mich zum Muster. Wo ist der Moment? Sie benutzen die gleiche logarithmische Funktion wie der Schlüsselgenerator. Oh Mann, das nenne ich Glück. Hab dich, du Institutscheißer, ich hab dich. Löse nach N auf. Komm schon. Zeig mir die Basiszahl. Komm, Baby.
Komm schon, Tüftler. Wir haben's. Ah. Wir haben den Code. Ah. Gute Arbeit, Tom. Ich weiß nicht, ob wir nächstes Mal wieder so viel Glück haben. Und was dich angeht, ich hoffe, dir hilft das genauso viel die ganze Zeit. Wie uns. Gute Arbeit. Yay. Du musst vorsichtig sein, Mann. Das Institut ist überall. Hab ich jetzt... Hallo? Krieg ich noch mein Holoband oder sowas? Die? Okay. Kehre zu Virgil zurück. Noch eine Stunde, dann ist meine Schicht zu Ende. Trommler, es interessiert mich ein Scheißdreck, was mit deiner verkackten Schicht ist, Mann, Alter. Ich muss zu Virgil hier, sofort. Virgil. Wirsing, ich hab da was Tolles für dich. Und zwar einen geknackten Chip ja bereits. Er ist schon geknackt. Es ist hier ökelig. Wenn man von der schönen Welt dann dahin kommt, in diese verkackte Strahlengeschichte, ist das echt nicht schön. Es ist nicht sehr schön. Wurzel? Hallo. War nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Du hast, was du brauchst? Yeah. Ich hab den Code. Sollte mich wohl nicht überraschen. Du hast immerhin Kellogg erledigt. Ein Runner sollte da kein allzu großes Problem mehr sein. Wie hast du den Chip entschlüsselt? Tja, die Railroad hat mir geholfen. Oh Gott. Diese Bewaffnung, ich hätte gedacht, die sind zu beschäftigt damit, Verkaufsautomaten zu befreien. Oder Computerterminals zu retten. Sie haben einfach so einen gewissen Ruf. Du warst aber nicht der Einzige, der beschäftigt war. Ich habe aus meinen Erinnerungen und dem, was ich so über die Jahre gehört habe, das Beste gemacht. Ein paar Pläne für dich entwickelt. War nicht ganz leicht. Diese Hände sind ein Witz. Die Feinmotorik ist für den Arsch. Hier ist die Kurzversion. Du musst ein Gerät bauen, um das Signal zu kapern, mit dem das Institut die Runner teleportiert. Und stattdessen dich selbst. Weißt du, Schick, was das Verrückteste daran ist? Dieser Sender für klassische Musik. Das ist das Trägersignal für ihren Transmitter. Alle diese Daten in diesen harmonischen Klängen. Und wir hören es schon die ganze Zeit. Und um es ganz klar zu sagen, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich war Biowissenschaftler. Mit Maschinenbau oder fortschrittlichen Systemen hatte ich nichts am Hut. Okay, das ist doch sehr, sehr gut. Ich bin sicher, es wird schon funktionieren. Ich garantiere für nichts. Aber wenn du dieses Gerät bauen und den Code nutzen kannst, solltest du das Signal des Instituts Transmitters kapern können. Schaffst du das? Kannst du es bauen? Hast du Leute, die dir helfen? Für einen allein ist das etwas viel, selbst für dich. Das kriege ich hin. Das kriege ich schon hin. Gut, sehr gut. Denn du musst es unbedingt da reinschaffen. Um unser beider Willen. Und vergiss nicht unsere Abmachung. Ich habe dir geholfen, so gut ich konnte. Wenn du es reinschaffst, finde es. Das ist meine einzige Hoffnung, jemals normal zu sein. Also finde es. Und jetzt los. Nimm das hier und mach dich an die Arbeit. Tu, was immer nötig ist. Jede Hilfe ist jetzt willkommen. Okay, Virgil, alles klar. Geruch nicht? Riechen wie Lager von Strongs Brüdern. Ja, das klingt nach. Das riecht hier echt nach. Ja, so ist es, Mrs. Strong. Come on. Protokolleintrag. Das ist dann der Protokoll. Habe altes Terminal in Werkstatt gefunden. Musste repariert werden. Läuft jetzt. Schwer zu tippen. Finger zu groß. Suche noch immer Material fürs Serum. Letzte Hoffnung. Materialien schwer zu finden. Leuchtendes Meer zu mitgenommen vom Krieg. Habe folgende nicht vollständig bedacht, habe nur an Überleben gedacht, sicher vor allen, die mir folgen, um Gottes Willen, vielleicht können die Leute im Krater helfen, geistig instabil, aber offensichtlich immun gegen Strahlung, Holdren würde sie lieben, hoffentlich eine größere Tastatur, Kinder des Atoms können nicht helfen, brauchen auch verzweifelt Material, sind aber zu stolz, es zuzugeben, verlieren gelegentlich Gefühle in Gliedmaßen. Kurze Erinnerungslücken, versuche positiv zu bleiben, aber wenn Zustand weiter schlecht wird, muss Serum bald reproduzieren. Kann das Serum hier nicht herstellen, habe keine Werkzeuge, Hände zu ungeschickt für komplizierte Vorgänge. Tippen wird schwieriger, macht mich zu wütend, komme nicht mehr rein, um ursprüngliche Serumprobe zu holen, muss in Erwägung ziehen, dass mein Zustand dauerhaft sein könnte. Shibrishi, also ich wäre echt ungern von einem Menschen, so einem Super Mutant geworden. Das ist ja echt unangenehm. Wo ist denn das verkackte Ding? Warte mal, sind wir jetzt Freunde? Hast du nicht was zu erledigen? Ja, ich wollte deinen Scheiß klauen. Das.
Becky, Beck. The fuck? Souvenir-Magnetabzeichen. Nee, das stelle ich ja dann. Ha. Nee, sonst kloppt er mich noch, der Kerl. Okay, ich erinnere mich, dass das Schwierige bei dieser Sache, bei dieser Entscheidung jetzt war, wen wir nehmen. Weil die verschiedenen Gruppierungen ihre eigenen Ziele verfolgen. Ich glaube, nur die Minutemen sind so ungefähr für das Beste. Und ich glaube, die Minutemen sind für das Beste. Und zwar sind die eben für das Commonwealth an sich, dass es Ruhe gibt und so weiter und so fort. Und ich denke, dass es da wahrscheinlich auch am besten ist, wenn wir das mit den Minutemen machen. Also wir haben hier die Wahl zwischen... Wir haben ja die Wahl zwischen Railroad, Minuteman, Bruderschaft. Hol die Hilfe für den Bau, das genau. Und die Railroad, die Bruderschaft ist natürlich eh total retarded, ne? Diese komischen Fanatiker-Nazi-Köpfe, die wollen wir nicht mit dabei haben im Team. Ja, und die Ding, die haben manchmal auch komische Ansichten, also die, oder nicht zwingend komische Ansichten, aber die lesen trotzdem so für sich selbst. Die Railroad haben auch. Die Minutemen sind einfach für alle, irgendwie. Also für alle und jeden und Ruhe und die Railroad will die Bruderschaft ausschalten, die Bruderschaft will die Railroad ausschalten. Das ist so ein bisschen lächerlich, ne? Deswegen, ich belasse es aber erstmal jetzt so dabei, ich mache es jetzt nicht weiter. Ihr könnt euch ja dann entscheiden, also ihr könnt mitentscheiden, was wir dann nehmen. Ich wäre für die Minutemen. Ich denke, das ist so das beste Kopfjagd. Können wir auch machen, keine Gnade trifft dich und Alice und Maxton. Alle an Bord, aha. Das könnte natürlich auch bald mal anfangen, die Nuka World Geschichte. Sprich mit Jack Cabot. Und das sollte, oh, und Volt 88 ist auch sehr cool. Gott, wir haben so viel zu tun. Wir haben so much to the doing, dude. Too much to the doing. Okay. Wo gehen wir hin? Wir gehen einfach zu dem, das am nächsten ist. Und zwar das Satellitenstation Fort Hagen. Aber wisst ihr was? Da können wir, glaube ich. Ich glaube, da können wir den Roboter hinfahren. Diesen Ultrakampfroboter, von dem wir die Steuerung haben mittlerweile. Ich glaube, den können wir da hinfahren lassen. Ich muss. Achso, nee, ich fahre trotzdem. Ich gehe kurz zu ihm hin und gucke, ob er das macht. Also, ob er dann losfährt. Dann porte ich mich runter an die Satellitenstation. Weil ich glaube, da geht es ordentlich los. Da, ihn hier. Den können wir mehr oder weniger steuern. Ja. Und zwar bei Diverses haben wir. Achso. Okay, das war die wahrscheinlich jetzt nicht mehr finden, ne? Ja, hieß es natürlich Kampfroboter oder so? Gut. Scheiß drauf. Tschüss. Wir machen das mit der Hand. Wir machen das selbst. Bankert, verschissene. Ich gehe mal in die Nähe, ich gehe zum Sendeturm, um dann von dort aus erstmal auszuspähen, was da so abgeht. voll Far Cry-mäßig, erstmal das Visier nehmen und mal schön gucken, alle Leute markieren. Können wir natürlich nicht hier. Aber nichtsdestotrotz wäre es gut, wenn wir erstmal schauen, was da so abgeht. Komm schon, lade schneller. Okay. Satellite Station. Ach so, ach, bin ich bescheuert, das war das, was wir eh schon gemacht haben, so mehr oder weniger. Ah, fuck, wir sind jetzt schon so voll. Ich muss kurz den Ding noch ablegen, sorry. Da sind sehr, sehr viele Roboter und da können wir halt ultra viel Schrott aufheben. Und meine Barthaare gehen wieder in die Nase rein, das klingt hart. Ja, da können wir sehr viel Schrott aufheben, deswegen legen wir erst noch kurz ab. Warum lädt die Textur nicht, hallo? Texture! Wir dance, dem. Komm schon, schneller. Ah, voll die schöne Texturierung. Mama Murphy. Ist mir sowas von egal, was Mutti Murphy macht. Aber. Keine KMMs. Kein drittes Auge. Es ist noch nicht perfekt, aber wir kommen durch. 5 Star, lächerlich, Mann. Abbrechen. Als wenn ich hier irgendwie ein Fat Man, der ultra viel wert ist, verklopfe 5 Star. Wisst ihr, was wir brauchen hier, Leute? Wisst ihr, was wir hier noch brauchen? Mal kurz noch so nebenbei. Wir brauchen hier noch Läden. Verdammt nochmal. Lächerlich, dass wir hier keine Läden haben. Ist das da vorne ein Laden? Ne, das ist Verteidigung. Ich brauche noch kurz einen Laden hin. Wir haben so viele Leute. 15 Leute, 15 Betten. Sehr gut. Wow. Was ist hier los, Alter? Zieh dir mal was an. Läden. Marktplatz. Man kann einen ganzen Marktplatz bauen.
Hier, wir bauen so einen Marktstand. Die stehen hier einfach dann in so einer... Die stehen hier einfach alle rum. Ich baue hier alles voll mit Läden. Was gibt's denn noch? Rüstung. Das ist alles Rüstung, okay. Ich baue immer das zweite. Dann ein Waffenladen. Aber die kann man direkt aneinander stacken. Und mir sagt mir der Kenner was. Ah, super ist das. Wie geil. Gastronomie. Gastronomie. Bar. Getränkestand. Bar. Getränkestand. Where is the underside? Klinik? Oh, und das passt nicht mehr hin. Doch, grahaha, das so hoch. Die ist leicht ärgerlich, ne? Das ist nicht, Scheiße, was habe ich? What have I done? What have I done? Was habe ich getan? Boah, diese metallischen Geräusche. So. Okay, Leute. Ihr könnt nun das Zeug nehmen. Ihr habt doch hier bestimmt genug Freiwillige, die da Bock haben, oder? Was ist mit dir? Ach, das ist diese bescheuerte Händlerin, diese Mars hier, wie sie heißt. Pennt ihr jetzt alle oder was? Ah! Eine Sicherung war da sogar drin. Nice. Naja, das können wir dann andermal machen. Ich wollte jetzt nur schon mal die da... Och, wie cool das aussieht von hier. Wollte das nur schon mal gemacht haben. Jetzt haben wir doch echt fett Cash verloren, ne? Oh, geht, 24.000. Fatman lege ich halt ab. Dann können wir nämlich auch alles hier drin verkaufen, in unserer eigenen Base. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. So. Diese Mission, die führten uns nämlich dann zum Mechanist. Das hier, was wir jetzt machen. In dieser Station. Die führt uns immer näher an den Mechanist dran. Das ist eine Mechanist-Mission. Und das ist auch eines der Add-ons. Das sind halt auch die, oder das ist der, weswegen auch diese Rusty Devils immer rumlaufen mit den Robotern. Da befehle ich diese Rusty Devils. Oder Rust Devils, oder wie sie heißen. Und dann haben wir noch als letztes Add-on eben das, die Nuka-Cola World, die ich selbst noch nicht durchgespielt habe. Ja, au. Gottes Willen. Alter, wie das hier wackelt. Okay, warte, warte. So. Wow. Ist es down? Ah ja. Achtung. Okay, der Golem kriegt nicht viel gefressen, nicht viel geschissen. Aber der ist auch sau langsam. Den können wir einfach outrunnen. Was hilft denn gegen Roboter? Warte mal, ich gebe dem mal eine Nade. Ah, er rennt weg. Raffiniertes Biest. Aber wisst ihr was? Wir können ihm die Arme abschießen. Und dann explodiert er, glaube ich, von alleine. So. Und wenn er keine Arme mehr hat. Ach, Golem, komm, verzieh dich mal. Nimm mal die Nade. Boah, es macht ihm überhaupt nichts aus. Habt ihr es gesehen? So. Moment, Moment, Moment. Ha, Zeitlupe, bestimmt, ja. Treff mich doch, altes Loch. So, und jetzt rastet er eigentlich komplett aus. Ja. Wir müssen nur weg. Weg, 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 weg. Weil die fliegen dann in die Luft. Oh, oh. Renn. Renn. Haha. So sieht's nämlich aus. Oh, wow, 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 wow. Eine Double Explosion. Ist der verregt? Danke für deinen Scheiß. Was ist denn das? Okay, jetzt nehme ich ja mit. Mr. Handy. Oh. Wir können sie auch noch einen eigenen Roboter bauen, fällt mir auf. Oder einen. Also, dem können wir es jetzt eigentlich ähnlich geben, aber wir machen jetzt einfach langsam Stück für Stück. Jetzt sind hier noch die paar Menschen am Start. Alter! Er rennt einfach davor, ist mal nicht. Oh, geht überhaupt ran? Mein Arm! Ach ja, wisst ihr was? Wir haben diesen ultra coolen Schlagring noch, den würde ich gerne mal testen. Komm doch her, Bitch! Okay, es macht jetzt nicht wirklich viel Schaden, das Teil. Wir bräuchten... Er hat halt unseren Ultrahammer, ne? Strongy Ball, guck mal da. Guck dir das an. Geh mal da hin. Oh. Ah, Strong, du bist wirklich sehr hilfreich. Das war doch ein Feind, da ja. Ich habe ihn kein einziges Mal getroffen, ne? So, jetzt komme ich halt von hinten. Irgendwann ist auch gut, nicht wahr?
Also, du? Wow. Und er rennt einfach weg. Hör auf, auf mich zu schießen, der Lurch. So. Stinkpack, was hat er noch dabei gehabt? Zwei Kampfgewehre. Was ein Dödel. So, okay, alles klar. Das war nämlich das, wo wir nicht reinkamen. Erinnert euch noch? Wir waren hier schon mal drin und mussten dann hier oben rein. Oder wollten da rein, genau, und das war zu. Oder es war nicht zugänglich. Ich glaube, das hier war nicht zugänglich. So, Wachdienst. Da sind so viele Mechanist-Bots unterwegs, dass wir nicht an Wachposten sparen dürfen. Ach so, halt. Ich dachte, das wäre direkt der Mechanist. Egal. Könnte gut sein, dass der Drecksack schon morgen angreift, um sich unsere Bots unter den Nagel zu reißen. Nein, Lockjaw, das heißt nicht, dass du drei Bots auf Streife schicken und dich dann hinlegen kannst. Ich will zu jedem Zeitpunkt mindestens zwei lebende Menschen auf Streife um das Gelände und lasst es mich sofort wissen, wenn komische Roboter den Hügel raufkommen. Avi, Sicherheitszündschwörung, öffnen. Gucken, jetzt versuche ich ja gerade rauszugehen, übrigens nochmal an speziell Miners Win. Und ich komme nicht raus. Erst jetzt. Erst jetzt, wenn der Schotter hier... Wenn es... Fickt der mich gerade? Hallo? Erst wenn ich den Shutter fertig, also wenn das so durchgeladen ist. Ich hämmer da auf Tab und Escape, nichts geht. Also bei Escape geht er eh dann das Spiel direkt in den Dingens Bildschirm. Türchen. Tür öffnen. So. Warten wir halt kurz. Oh no. Geht die Tür jetzt nicht auf. Ich habe gerade ein ganz ungutes Gefühl, Leute. Wisst ihr noch, gerade in der letzten Mission, in der letzten Aufnahme, waren wir doch in so einem... ja, da waren zwei Türen, die ich hätte öffnen können mit den Terminals. Und ich habe die auch geöffnet. Und sie sind nicht aufgegangen. Ich hoffe gerade, dass wir jetzt nicht in irgendeiner ekligen Schleife, in irgendeinem Bug festhängen, dass die Türen nicht mehr aufgehen. Da dachte ich noch, okay, das ist irgendein Bug. Aber die ist jetzt auch zu. Das ist irgendwie... Echt ein Scheißhaufen gerade. Tür schließen. Okay, warte mal. Die ist entriegelt. Jetzt ist er offen. Ich habe eben nichts gemacht. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Speichern direkt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alles gut. Ich dachte gerade, shit, jetzt muss ich erstmal woanders weitermachen und dann später mal googeln, was da los ist. Alles cool, läuft. Wir können durchatmen. Vielleicht habe ich es eben nicht richtig gelesen. Habe sie jedes Mal geschlossen oder sowas. Das weiß ich nicht. Wobei ich ja einmal aktiviert habe, runtergehe, sie ist zu. Ich aktiviere nochmal, sie ist immer noch zu. Ist irgendwie merkwürdig. Aber naja. Finde das Robo-Hirn. Finde die Robo-Dirne. Dirnchen. Robo-Dirn. Aha, hast du gedacht, du kannst mich irgendwie auszwickeln, oder? Aha. Das Ding hätte voll auf uns geschossen. Okay, wir haben hier sehr, sehr viele, sehr, sehr starke Leute, meine ich, im Start. Ich weiß nicht, was ich gegen die nehmen soll. Hier habe ich halt am meisten, am meisten Muni. Können die sich eigentlich auch Team Damage machen, hier die Leute, ja, ne? Ich meine schon. Hey, guck mal, Strong. Strong, merkst du nicht, dass jemand auf uns schießt? Er hört dann immer auf, nachdem er jemanden gekillt hat. Go strong. Fuck him hard, Strong. Guck mal, Strong da. Okay, das ich wollte ihm eigentlich... Oh. Bye. Wo kommt die hohe Verstrahlung auf einmal her? Right away. I ran away. I'm wide awake. Find them, kill them. Oh, wir haben so viel Zeug hier. Und die können wir halt immer komplett mit. Na, okay, nicht komplett. Der hat auch irgendwas Krasses dabei, Mann. So viele Criminals, so viele Leute, die gerade. Die echt aufgeputscht waren. Erkenne ich da irgendwo was? Was ist hier? Ah, die sind alle runtergerollt. Na, logisch. So ein langer Arsch. Hallo. Wow! Die haben mich abgeworfen, bitte. Oh, der hat keinen Namen. Das
war einfach ein Strich, Strich. Das waren Striche. Hier. Oh, Strong, du fischgesichtiger Affe. Ja, da bist jetzt aber selbst schuld. Wow. Können die Leute mal aufhören, mich zu beschmeißen mit ihren verkackten Dingern? Oh. Oh, shit, Strong, lauf! Hey, Strong. Guck nach, ob sie was Interessantes hatte. Es hat hier überhaupt nichts ausgemacht, ne? Der Strong. Okay, warte mal. Boom. Du. So, du hast mal auf, den ganzen Scheiß zu schmeißen die ganze Zeit. So, aus. Und du ballerst mich nicht von der Seite an, du Juckel. Boah, ist der weggeflogen. Oh, Seabreeze. Oh, Seabreeze. Was war da? Ah, emailliert. Ich dachte kurz, er hat einen Eimer dabei. Das nennt man Angst. Hallo. Das Geschütz eskaliert gerade richtig. So, ich zweimal Schrott mitgenommen, obwohl ich doch eigentlich. Oh, obwohl ich doch eigentlich nur das aufheben wollte. Wo ist eigentlich dieses Geschütz? Bist du das? Ah. Was das? Ja, geil, Mann. Schießen den Panzer hier rein. Was sind das eigentlich für gammelige Panzer, Mann? Wie sehen die aus? So Steampunk-Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg. The fick die. Habe ich sie den Panzer, bitte? Ja, so viel Schotter. Zum Glück haben wir uns leer gemacht. Zum Glück haben wir es noch entlernt. Bevor wir losgegangen sind. Da hinten geht's hoch. Hier geht's aber auch hoch. Was ist jetzt der richtige Weg, Strongboy? Was? Strongboy, look at debris. Das Leine liegt ein Beinchen rum. A bean. Wenn die Amerikaner sagen würden. There's a bean. Guck mal, die haben gefeiert. Er hat den Becher in der Hand behalten. Richtig krasser Junge. Tischwendler nehmen wir mit. Oh, ein Armeehelm. Brauchen wir aber nicht. Ich gehe da gleich runter. Ich will noch kurz hier drüben schauen, was hier so abgeht. Aha. Und vor allem, was da oben los ist. Gut. Da geht's noch hoch. Fangen die ja eigentlich auch an, alles zu sammeln, wie die. Oh, guck mal, das, die machen das wie die Mutanten, nur mit Roboterkram. Voll die frechen Dexter. Dexterreche. So. Oho, was haben wir denn? Hehe. Makers. Absent. Oh. Also, das E ist wahrscheinlich schon mal die richtige Komponente. Fick. Darm. Das war echt Darm. Das war sehr, sehr Darm-Armies. Jetzt hier können wir Tür öffnen. Jetzt bin ich mal gespannt. Zugriff auf Magnetschalösser. Status ist im Moment verriegelt. Und jetzt? What are you doing? What are you doing, though? Why are you not open? Okay, Achtung. Sicherheitstürenstatus. Tür öffnen. Muss ich sie entriegeln und da. Guck mal, hier steht auch verriegelt. Ich weiß nicht, wie das geht. Tür öffnen. Ja. Also irgendwas hängt hier auf jeden Fall. Die gehen eigentlich direkt. Gehen direkt auf. Die Dinge. Brauchen die einfach ein bisschen jetzt seit neueste. Brauchen die irgendwie Zeit? Ja, das ist echt scheiße, wenn die so lange brauchen. Und wo bin ich hier eigentlich? Was zum Teufel war das? Ich bin einfach nur hier oben, okay. Das ist doch scheiße. Das Strong hier davon bottet. Ich muss schnell zu meinem Mensch. Komm mit, Strong. Wir müssen da hoch. Oh, Strong, boy, what do we got? Hey, dude. Strong, was ist denn da drin? Was ist da für ein Leckerli drin? Ach komm. Na, Das wär's. Leckerli, Leckerli. Strongy boy, du bist ein Leckerli. Folge mir. Strong. Ich komme hier nicht hoch. So. Jetzt werden wir verstrahlt, Strong. Hier wird man voll verstrahlt, Strong. Oh, Experte. Ja, zufällig bin ich Experte im Schloss knacken. Man muss genau hier hin. Cool. Alles. Oh mein Gott, das ist sogar diese ultra coole Rüstung. Nehme ich die jetzt mit? Ich weiß nicht, ob ich. Ach, da war ja. Nehme ich die jetzt mit? Ich weiß nicht, ob ich die auch mitnehmen soll.
Also kann sich bitte jemand aufschreiben, dass hier diese ultra geile Rüstung ist, diese MK3 Rüstung. Das ist doch die von früher. Wie cool. Okay, irgendwie strahlen hier die Dinger nicht, das ist schon mal angenehm. Gut, die Tür ist offen, da muss ich mich ja nicht anstrengen mit diesem blöden Ding. Oh, sind das alles Gegner? Aha, um Gottes Willen. Also die Snipe. Seht ihr Ahab? Seht ihr das, dieses Riesending hier? Guck mal, ein Fuß, ein Körper. Ach du Scheiße. Ahab klingt doch schon irgendwie krass, ne? Wir speichern mal voll Hardcore-mäßig. Und wisst ihr was? Vielleicht machen wir es jetzt. Wir arbeiten jetzt klug. Ausnahmsweise arbeiten wir mal klug. Und legen uns hier vielleicht. Glaubt ihr, der kann die Treppen benutzen? Ach, ich habe ja eben gespeichert. Wir machen erstmal einen Test. Also vielleicht greift er uns auch gar nicht an. Aber wir machen jetzt erstmal einen Test. Achso, oh, die Folge ist auch gerade vorbei, Leute. Wie ungeschickt. Ciao, ciao. Oh, guck mal da. Ah, oh, ne, ich dachte, da ist er. Bis gleich.